Lass dir Zeit. Ich möchte euch noch ganz kurz etwas sagen zu einer Form der Anwendung von C-Potenzen, selbst von höchsten C-Potenzen, vor denen ja so im Bereich klassischer Homöopathie oft ganz viel Angst gemacht wird, die ich in Griechenland gelernt habe von meinen griechischen Ärzten, die ich ja Jahrzehnte unterrichtet habe. Es waren fast alles Vitulkas Schüler, also hoch ausgebildete Kollegen. Und die mir erzählt haben, dass sie irgendwie immer wieder darunter gelitten haben, dass sie, wenn sie C-Potenzen in einmal gaben, ja, eben Heilreaktionen oder Verschlimmerungen hatten, wo oft denn die Patienten weggeblieben sind oder ja, der Patient frustriert war, etc., etc., etc. Da in Griechenland, warum auch immer, die Q-Potenzen nicht so verbreitet waren, haben dann einige griechische Ärzte, ihnen voran mein liebster Freund Reinhold Tögel, Experimente gemacht, wie man auch C-Potenzen anwenden kann, dass sie in Anführungsstrichelchen erst verschlimmerungs-, sprich verleugnungsfrei wirken. Da wieder der Satz von Hahnemann, das richtige Mittel in der genügend verkleinerten Form heilt, ohne zu verschlimmern. Diese Methode nenne ich griechische Methode und diese Methode sieht wie folgt aus. Ich will eine C30 geben, ich will aber keine Verschlimmerung. Eins muss ich dazu sagen, die prozessorientierte Homöopathie, so wie ich sie vertrete, versteht sich als eine demokratische Medizin. Das heißt, wir befragen sowieso das Energiesystem des Klienten. Wie willst du's? Und wenn das Energiesystem des Klienten sagt, ich will eine C30 als Einmalgabe, dann kriegt das Energiesystem die C30 als Einmalgabe. Und es wird richtig sein. Das ist eine tiefe, hundertfach verifizierte Erfahrung, wenn ich mich nach der Information des Energiesystems richte, was mir das Energiesystem durch die Testung gibt, habe ich fast nie Verleugnung und nie Verschlimmerung. Also das Energiesystem sagt, ich will eine C30, eine C200, eine C1000, aber griechisch. Wie sieht es aus? Ich nehme eine 100 Milliliter Flasche, packe ein Kügelchen des Mittels da rein, schüttel das 10-mal, warte, bis sich's aufgelöst hat, trinke die Hälfte dieser Flasche, lasse die Flasche wieder voll. Und bevor ich es am nächsten Tag wieder einnehme, schüttel ich es wieder 10-mal, trinke wieder die Hälfte, lasse sie wieder voll. Aus meiner Erfahrung zu 99% Anwendung von C-Potenzen, selbst 50.000, selbst 100.000 täglich möglich und verschlimmerungsfrei. Wenn es doch widererwartend selbst bei dieser griechischen Methode zu Verschlimmerung kommen sollte, kombinieren wir diese griechische Methode mit den Anweisungen Hahnemanns zur Anwendung von Q-Potenzen. Also meinetwegen, ich mache das 2 Tage mit der griechischen Methode und der Patient kriegt eine starke Verleugnungsreaktion, sprich Erstverschlimmerung. Dann nehme ich diese Flasche, kipp die Flasche aus, die 100 Milliliter, lass sie wieder voll, schüttel sie 2-mal, kipp sie nochmal aus, lass sie wieder voll, schüttel sie 2-mal und gebe dann von dieser zweiten Verdünnung der griechisch eingenommenen C-Potenz zu trinken. Passiert aber eigentlich nie, dass man es machen muss. Habe ich bei 1000 Anwendungen griechisch vielleicht 2-mal erlebt. Normalerweise gebe ich die C-Potenz durchgängig, sie wird täglich höher potenziert, 50-50 und eigentlich reicht es, wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, mit dieser griechisch zubereiteten C-Potenz geht es mir nicht schnell genug in Richtung Heilung. Die Symptome sind aber gleich. Kriege ich, wenn ich nachteste, fast immer den Hinweis, jetzt eine C1000 als Einmalgabe, jetzt eine C1000 wieder griechisch. Und dann gebe ich die C1000 als Einmalgabe oder mache die C1000 oder die C100.000 griechisch. Also für alle, die gerne mit C-Potenzen arbeiten, das als kleiner Hinweis, Verschlimmerung und Verleugnung ja, überflüssig zu machen, wie wir immer so schön sagen. Und eins ist wichtig, ich empfehle allen, die Energiesysteme der Patienten durch Testung zu befragen. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich ohne diese Information des wissendsten
im Patienten, nämlich seines Energiesystems, arbeiten und leben soll. Wer mich hier in meiner Wunderwochenarbeit erlebt, sieht, dass jede Ikone, die ich stelle, vorgetestet wird. Fast alle meine Patienten, die inzwischen zu mir kommen, kriegen Kurpläne getestet, wo drin steht, brauchen Sie Homöopathie, brauchen Sie sie von mir. Was für eine Homöopathie brauchen Sie? Brauchen Sie noch Diätetik? Brauchen Sie noch Mesmerismus? Brauchen Sie noch ein anderes Therapieverfahren? Wie viel Prozent von Gesamtheilung fällt auf Homöopathie? Ist vielleicht Homöopathie nur 10%, aber Qigong 90% täglich eine Stunde. Kein schöner Test für den Schweinehund des Patienten. Also demokratische Medizin bedeutet, wir fragen immer den Patienten, wir gehen immer mit der Wahrheit des Patienten und das ist für mich im Augenblick der Weg der Wahl. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt die Frage nach den Verschlimmerungen und auch die Frage nach den griechischen, nach der griechischen Methode beantwortet habe. Ich danke dem Samuel Hahnemann für diese unbeschreibliche Methode. Ich danke dem Matthias Dortschi, dass er mir eine so angstfreie Homöopathie beigebracht hat. Ich danke Jürgen Becker, dass er mir eine Homöopathie der Träume und der Zauberei beigebracht hat. Und ich danke meinen vielen wunderbaren Schülern, denen ich diese schönste aller Therapiemethoden beibringen darf. Oh.